Ja, moin moin! In diesem Guide werde ich euch alle wichtigen Infos über die derzeitigen Fahrzeuge in PlayerUnknown's Battlegrounds geben. In PlayerUnknown's Battlegrounds gibt es derzeit 5 verschiedene Fahrzeuge. Den Dacia in verschiedenen Farben, den UAZ in 3 verschiedenen Ausführungen, ohne Dach, mit Metalldach oder mit Planendach, den Buggy in verschiedenen Farben, das Motorrad mit oder ohne Beiwagen und das Boot. Beginnen wir mit dem Dacia. Der Dacia ist nach dem Motorrad das schnellste Fahrzeug im Spiel. In ihm ist Platz für ein Squad und er ist relativ niedrig gebaut. Gerade in der Farbe Gelb ist dieses Fahrzeug im Gelände relativ schlecht im ersten Moment sichtbar. Wenn ihr den Dacia als Deckung verwenden müsst, solltet ihr entweder die Seite nutzen und geduckt hinter den Reifen stehen, oder besser noch, die Vorder- oder Rückseite des Autos nehmen. Denn hier habt ihr optimalen Schutz und könnt gleichzeitig gut aus der Deckung des Fahrzeugs schießen. Die Hitbox des Wagens ist in puncto Schusssicherheit die beste im Spiel. Denn hier seid ihr außer an den Fenstern und an der Mittelsäule ansonsten überall vor Schüssen sicher. Das heißt, dass die Mittelsäule zwar grafisch dargestellt wird, man aber einfach durch sie hindurchschießen kann. Machen wir weiter mit dem UAZ. Der UAZ kommt deutlich besser mit Hügeln und Bergen klar als die anderen Landfahrzeuge. In ihm ist Platz für 5 Leute. Wenn ihr ein UAZ, egal welche Ausführung, als Deckung nutzen müsst, da bieten sich hier nur die Seiten an. Und hier auch nur die Stellen hinter den Reifen, da man unter dem Wagen viel zu leicht hindurchschießen kann. Die Hitbox des UAZs ohne Dach und die mit dem Planendach ist dieselbe und leider sehr offen. Quasi nichts, was oberhalb der Motorhaube ist, hat irgendeine schussabwehrende Funktion. Es wird zwar alles grafisch dargestellt, aber die Säulen, die Plane, die Sitze und die Spiegel und die Scheiben lassen alle Kugeln durch, als wäre dort nichts. Die Version mit dem Metalldach ist von oben und bei den hinteren Säulen geschützt, bietet also ein kleines bisschen mehr Schutz als bei den anderen Versionen. Weiter geht's mit dem Buggy. Der Buggy ist derzeit das lauteste Landfahrzeug in PlayerUnknown's Battlegrounds und bietet Platz für 2 Personen. Wenn ihr den Buggy als Deckung nutzen müsst, bietet sich die Seite im Liegen oder die Hinterseite in der Hocke an. Die Hitbox des Buggys bietet gerade im Kopfbereich nicht wirklich viel Schutz. Der Sitz für den zweiten Passagier und die ganzen Säulen sind alle komplett schussdurchlässig. Das einzige, was einen im Buggy vor Schüssen schützt, ist der Motorblock im hinteren Bereich und die Fahrerkapsel, in der man sitzt. Sowohl beim Dacia als auch beim UAZ und beim Buggy kann man alle Reifen zerschießen. Machen wir weiter mit dem Motorrad. Das Motorrad ist das schnellste Fahrzeug im Spiel und bietet Platz für 2 bis 3 Personen. Es eignet sich allerdings nicht, um sich dahinter in Deckung zu begeben, da ihr gerade mal im Liegen hinter der Seite des stehenden Motorrads Schutz habt. Ebenfalls ist man komplett offen für Beschuss, da einen auf dem Motorrad nichts schützt. Damit kommen wir zum Boot. Das Schnellboot ist derzeit das einzige Wasserfahrzeug im Spiel. Ihr könnt hinter einem gestrandeten Boot ganz gut in Deckung gehen und auf dem Wasser kann man zur Not ins Wasser springen, um dort Schutz vor Beschuss zu suchen. Die Hitbox ist hier genauso offen wie beim offenen UAZ. Weder die Säulen noch die Sitze schützen euch vor Beschuss. Kommen wir also zu einem weiteren sehr wichtigen Punkt, der in vielen Situationen den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen kann. Die Tastenbelegung für Fahrzeuge. Ich würde euch folgende Tastenbelegung ans Herz legen. Shift W für den Fahrersitz, denn so kommt ihr nicht nur auf den Fahrersitz, sondern ihr fahrt auch direkt mit Vollgas los. E für den Beifahrersitz, um schnell rechts aus dem Wagen zu schießen. Q für den Sitz hinter dem Fahrer, um schnell links aus dem Fahrzeug zu schießen. Und X für den Sitz hinten in der Mitte beim UAZ. Mit dieser Belegung könnt ihr schnell und einfach Sitze wechseln und im Zweifel aus dem fahrenden Auto auf den Gegner schießen. Das ist nicht nur schneller als erst auszusteigen und dann zu schießen, die Gegner rechnen zusätzlich meistens nicht mit so einem Move. Gerade im UAZ mit der Plane hat die Taste X und der hintere mittlere Sitz eine wunderbare Extrafunktion, denn die meisten Gegner sehen einen so erst im Auto gar nicht. Und ihr könnt nach vorne in jede Richtung ganz bequem zielen, ohne dass eure Waffe aus dem Auto guckt. Außerdem könnt ihr mit dieser Tastenbelegung viel schneller zur richtigen Seite aussteigen, falls euer Fahrzeug als Deckung benutzt werden soll. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, ob es überhaupt Sinn macht, aus einem fahrenden Fahrzeug zu schießen. Es kann ja sein, dass man dabei keinen Schuss landen kann, da das Schießen aus dem fahrenden Auto eventuell das generelle Aiming der Waffe verschlechtert. Deshalb habe ich für euch den Test gemacht.
Wie ihr sehen könnt, ist das generelle Aiming einer Waffe aus einem stehenden und aus einem fahrenden Auto genau das gleiche, als wenn ihr einfach ruhig stehen würdet. Sicherlich müsst ihr die Bewegung des Fahrzeugs selbst ausgleichen, aber die Waffe streut die Kugeln nicht anders als beim Schießen im Stehen. Wenn euer UAZ oder Dacia mal auf dem Dach oder der Seite landet, könnt ihr mit viel Glück und wenn das Fahrzeug noch gut in Schuss ist, mit einer Granate versuchen, das Fahrzeug wieder auf die Reifen zu kriegen. Doch Vorsicht! Wenn es vorher schon über die Hälfte beschädigt worden ist, kann es sein, dass ihr nur eine Granate verschwendet und allen Leuten in der Umgebung mitteilt, wo ihr seid. Generell solltet ihr vorsichtig sein, falls euer Fahrzeug schon sehr beschädigt worden ist. Sobald es schon qualmt, sollte für euch klar sein, dass ihr das Fahrzeug so schnell wie möglich verlasst, wenn ein Gegner erneut auf euch schießt. Immer noch sehe ich ganze Squads tryhard-mäßig im Auto sitzen bleiben, die dann komplett durch eine Fahrzeugexplosion dahingerafft werden. Ein Molotow-Cocktail bereitet einem Auto übrigens keinen Schaden. Gegner mit einem Auto zu überfahren, fällt mir durch Rubberbanding und Desyncs oft ehrlich gesagt sehr schwer. Meistens überfahre ich sie sehr deutlich, allerdings scheint diese Info im Spiel nicht oder erst sehr spät anzukommen. Es empfiehlt sich mit dem Dacia und dem UAZ, die Gegner quer zu überfahren. So hat man mehr Fläche, die den Gegner treffen kann. Das Motorrad könnt ihr in der Luft übrigens steuern. Schaut dafür am besten mal in eure Tastenbelegung unter den Punkten Luftsteuerung und belegt die Tasten für euch so, dass es Sinn macht. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch da. Guckt euch auch mal meine anderen Videos zu PUBG, wie zum Beispiel meine Waffenguides an. Wenn ihr mich mal live spielen sehen wollt, dann folgt mir gerne auf Twitch. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr mir für Neuigkeiten auf Twitter oder Facebook folgen. Und falls ihr neue Videos von mir nicht verpassen wollt, würde ich mich wirklich über ein Abo freuen. Ja, und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Woohoo!